Hallo Freunde. Grüezi, grüezi, grüezi. Wir sind schon wieder in der Schweiz, wieder am Lauterbrunnen. Diesmal haben wir aber deutlich geileres Wetter erwischt, also sieht perfekt aus. Sonne, warm, 25 Grad. Perfekt. Perfekt. Wir fangen tatsächlich in Lauterbrunnen an diesmal. Gehen dann morgen, machen wir den Eiger-Trail, den wir letztes Mal nicht geschafft haben. Genau. Machen aber diesmal ein bisschen länger, verbinden mit dem Männlichen, also das wird eine knackige Tour morgen. Hier auch wie immer ein bisschen was los. Aber besser als letztes Mal tatsächlich, noch ruhig. Ziel lohnt sich auf jeden Fall vor Mittag hierher zu kommen, weil durch den Sonnenstand tatsächlich die Berge im Hintergrund, wie man jetzt schön sieht, beleuchtet auch der Wasserfall da. Nachmittags wiederum ist hier der Wasserfall im Schatten. Im Schatten, genau. Hinter uns die Kirche, die ist ja hier quasi mit einer der Hauptspots neben den schönen Wasserfällen. Da sind wir wieder. Wir sind jetzt unterwegs in Iselwald. Ne? Iselwald, genau. Es ist am Prinzersee, ein sehr idyllisches Örtchen. Ort. Wir waren tatsächlich letztes Mal da oben. Da oben. Auf den Bergspitzen. Der Augsmart vorne ist da hinten. Genau. Von daher haben wir gewandert. Ja. Genau. Jetzt sind wir auf der anderen Seite, auch vom Prinzersee. Sehen wir auch den See von unten. Jetzt haben wir nach unten geschafft. Ich bin im Bilderbuch jetzt. So idyllisch. Im Märchen, ja. Sehr idyllisch. Die Häuser sind so wunderschön, alle aus Holz und alle so sehr sauber hier und einfach mal wunderschön. Hier sind immer sehr viele Gärten direkt am See, auch privat hat man gesehen, zumindest stand da Privatschilder. Da hinten war eine Terrasse, aber ja, hier sieht es irgendwie nach. Los, gehen wir zum Wasser. Ja, bisschen Füße abkühlen. Okay, was machst du? Jetzt bin ich nass, wollte meine Füße abkühlen, jetzt bin ich nass. Guckt euch das an, was für ein großartiger See. Schade, dass wir keine Badesachen dabei haben, natürlich. Das Wasser ist natürlich warm, hier gibt es Möglichkeiten reinzusteigen. Ja. Da hinten zum Beispiel, viel los hier ein bisschen, also was heißt viel, ist ruhig, angenehm, aber trotzdem, die Buchten sind mit Leuten, dann ist nicht so cool, glaube ich, ohne Unterwäsche reinzugehen. Komplett nackig. Idyllisches Örtchen, Iselwald, merkt euch im Sommer, mega. Lohnt sich. Grüezi. Wir sind jetzt hier im Grindelwald am Parken, genau. Weil wir werden gleich mit der Gondel drüben hochfahren zu den Männlichen, machen wir einen Royal Walk und dann gehen wir da an der Wand entlang, das ist die Nordwand, der Eiger. Eiger Trail heißt es, genau. Dann machen wir einen Eiger Trail und dann schauen wir mal, wie schnell wir kommen. Und da kommen wir jetzt in der Gondel. Wir haben es geschafft. Wir sind bei 2200, glaube ich, 22 Meter hoch. Da ist die berühmte Kuh von Männlichen. Spielplatz für die Kinder. Viel los hier. Großartiger Ausblick hinter uns. Der Eiger, der Mönch müssen wir auch sehen. Und die Jungfraujoch. Ist ein bisschen verdeckt von diesem kleinen Hügel. Da gehen wir gleich hin. Das ist der Royal Walk. Der kleine Weg da hinten. Da gibt es eine kleine Aussichtsplattform. Da gehen wir schauen hin. Ansonsten geht es wieder da auf die andere Seite hinter diesem Berg.
der Panoramaweg die Route und dann schauen wir, ob wir zum Eichergletscher zumindest drauf schauen können. Ist frisch hier. 13 Grad, genau. Aber die Sonne wärmt schön. Großartig. Wir machen ja den Eiger-Trail bis nach Grindelwald runter, wo wir hin müssen, sind noch fast 9 Kilometer. Es ist schon spät, gleich 6. Wahrscheinlich ja, Gondel. 6, genau 6. Also mal schauen, wie lange wir brauchen, ob es wirklich 4 Stunden sind oder schneller, weil es geht ja runter, ist ein schöner Trail. Fallbodensee war schön, haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit gelassen da, deswegen müssen wir uns beeilen. Mal schauen, ob wir noch heute im Camp ankommen oder morgen. Nein, müssen wir heute. Wir haben festgestellt, dass Seminas Lieblingsbeschäftigung beim Campen, beim Wandern tatsächlich Grillen ist. Hallo, natürlich. Ich finde die Empfehlung, von Männlichen hier rüber zu laufen, dauert halt länger, am besten früh starten. Guten Morgen, Grüezi. Guten Morgen, genau. Wir sind jetzt im Gimmelwald. Ja, man kann relativ gut mit Gondel, auch kostengünstig, hier hochfahren. Von Hinterlauterbrunn, Stechelberg heißt, glaube ich, genau. Der Ort. Das ist Hinterlauterbrunn, mit der Gondel hoch. Ja, wir haben jetzt 24 Euro bezahlt, hin und zurück, für 2 Personen. Also genau. Schon gut. Genau. Heute wollen wir noch uns Mühren anschauen, beziehungsweise wir machen dort eine Wanderung in den Mühren. Und bis dahin müssen wir erstmal hochwandern, weil wir uns wiederum halbe Strecke nur mit der Gondel gefahren sind. Man kann noch ganz hoch. Wir wollten ein bisschen laufen. Genau. So ganz müde von gestern sind wir jetzt auch nicht. Wir gehen uns heute traditionelles Schweizer Fendle. Essen. So ein Fendel. Fendle. Resti mit Ei und Käse. Oh ja, Bergkäse natürlich. Ansonsten schön. Da hinten lohnt sich hier sehr viele Kletterer, sehr viele Paraglider. Sehr viele, ja. Da kommt auch eine Gondel. Riesengondel. Also Kopf an Kopf müsste man sich wie in alten Zeiten in Bussen quetschen. Ja. Wir sind auf dem Weg zu dem Restaurant auf dem Hügel. Wie heißt das? Almond? Almhübel. Gibt es was essen? Traditionell Schweizer Rötzi. Hoffentlich kriegen wir was. Hoffentlich kriegen wir was. Ja. Ziemlich idyllisch hier. Mühren, Kühe überall, Felder. Hinten großartiger Ausblick mit den Bergen. Wow. Hinter uns, wir hatten gerade da unten im Restaurant. Wir sind ein bisschen müde. Da unten im Restaurant hatten wir gerade Rösti, geiles Rösti, mit Wein gehabt. Und das Wein hat wahrscheinlich uns müde gemacht. Jedenfalls haben wir hier den Hügel
Und der ist großartig. Also man hat ein Jungfraujoch, wie wir bisher noch nicht gesehen haben, hinter uns kann man sehen. Ja. Wunderschöner Ausblick und noch weitere Gletscher. Also das sieht echt geil aus. Da kann man mit anderen Ausblicken nicht vergleichen. Erstaunlich. Leider können wir sehen, wie wenig Schnee noch da ist. Unser Gletscher sterben, Europas Gletscher, größter Gletscher, die sterben langsam. Also hier definitiv Lohnung Mühren und dann oberhalb. Man kann auch hier gut essen, preislich, zum Teil sogar günstiger als in Lauterbrunn. Da hinten gibt es noch weitere Berge. Schlitterhorn oder so was, Schlitterhorn. Irgendwo gibt es auch diesen Pitz, schönen Ausblick. Ja. Ja. Pitz Gloria. Wir gehen jetzt runter. Falls es euch gefallen hat, Daumen hoch, Like geben, abonnieren. Und wir werden mit neuen Abenteuer euch auf dem Laufen halten. Ich weiß nicht, ist das mit Strom? Nein, ist nicht. Du mit deinem Tennisrock. Habe geschafft.